Okay, ich nehme nochmal den Franzosen, dieses hässliche Ding, was so aussieht wie so eine Ackermaschine. Renault. Le Créateur d'Automobile. Oder so ähnlich. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Go. Also, es war so aufregend und gleichzeitig so beruhigend, sich hinter einer Maske zu verbergen. Dank dieser Maske war sie jetzt nicht die Lizzie Miller, die keiner wollte und keiner liebte. Dank dieser Maske war sie eine Frau, die begehrt wurde, eine Frau, für die weder die Vergangenheit noch die Zukunft eine Rolle spielte, sondern nur die Gegenwart. Bis man ihr die Maske abnimmt, ne? Wahrscheinlich. Ja. Als der Fremde sie hinaus auf die Terrasse führte und küsste, spürte sie nicht, wie kalt die Nachtluft war. Soweit ist sie schon. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwie. Okay. So hässlich, ey. Boah. Alles, was sie fühlte, war die Kraft in seinen Armen und die Begierde, die sich in seinem Kuss ausdrückte. Es war fast Mitternacht. Bald ist der Ball vorüber, flüsterte er. Ich weiß. Ich möchte nicht, dass die Nacht jetzt schon zu Ende ist. Ich auch nicht. Hörst du überhaupt zu? Nee. Bitte erzähl weiter. Gestand sie und er küsste sie wieder. Seine Lippen schmeckten nach Champagner und nach Leidenschaft. Jeder einzelne Nerv in Lizzys Körper schien auf das heiße Verlangen dieses Fremden zu reagieren. Dann lassen wir sie nicht enden, sagte er leise und zog eine Chipkarte aus der Tasche. Oh. Ich übernachte hier im Hotel, Zimmer Nummer 503. Wir treffen uns dort. Unwillkürlich fasste Lizzie nach dem goldenen Anhänger an ihrer Halskette und eine kleine goldene Scheibe mit dem Buchstaben L. Wofür das wohl steht? Oh. Diese Karte hatte sie um den Hals getragen, als die Nonnen sie damals fanden. Aber jetzt war die Kette nicht da, denn sie hatte sie an dem Detective gegeben. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie sich diesen Anhänger, konnte sie. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie sich diesen Anhänger berühren. Was the fuck? Um sich daran Ja. zu erinnern, Google dass sie die Translate. vernünftige, realistische Lizzie Miller war. Ob es die wirklich gab. Guck dir dieses Ding an, ey. Wirst du Boah. kommen? Fragte er. Guck dir mal die schönen Blumen an hier. Ja, erzähl weiter. Sie nahm die Chipkarte. Ja, sagte sie. Also groß, oder? Also Kapitel 1. Ich glaube, ich nehme wieder den Deutschen. Bist du schon wieder tot? Ja, natürlich. Gut, also. Ihr Geheimnis war also in Sicherheit. Lizzie Miller blickte an der Menge der Trauernden vorbei auf den Sarg. Es donnerte und dicke Wolken verdunkelten den Himmel über Eastwick. Es war sehr kühl, obwohl es Mitte Mai war. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Lizzie stiegen die Tränen in die Augen. Sie trug ein Taschentuch aus der Manteltasche. Während sie sich die Augen abtupfte, dachte sie an die Frau, deren Tod sie sehr bedauerte. Lucinda Bonnie Baldwin. Liebling der Gesellschaft, Wie Herausgeberin des unterhaltsamen Klatschblattes Playboy Eastwick Society Diary, Diarrhea. oft auch nur kurz ESD oder Diary genannt. Also so traurig. Kaum zu glauben, aber Lizzie und Bunny waren miteinander befreundet gewesen. Bis Bunny an Herzversagen gestorben war, mit 52. Die Trauer hält sich in Grenzen. Wie war das nur möglich? Nur noch zwei Ta noch vor 2 Tagen hatten sie sich gesehen. Bunny war ganz aufgeregt und nervös wegen irgendeiner pikanten Neuigkeit, die zweifellos in einer der nächsten Ausgaben des ESD und LSD LSD. erscheinen würde. Wir empfehlen dir, o Herr, die Seele unserer lieben Schwester Lucinda. Nee, jetzt, kannst du nicht zum ersten Kapitel vorspringen? Wir sind im ersten Kapitel. Oh, Glück. Ja, bitte. Lizzie verspürte Gewissensbisse, wenn sie an die wissenden Blicke dachte, mit denen Bunny sie in den letzten Monaten bedacht hatte. Wegen dieser Blicke war sie ihrer Freundin seit Wochen aus dem Weg gegangen.
Vor 2 Tagen allerdings hatte sie Pech gehabt. Bunny war überpünktlich zu einer Vorstandssitzung des Eastwick Cares Club. Bunny war so eine Liebe. Eines Vereins zur Unterstützung sozial schwacher Familien erschienen. Da hatte Lizzie ihr nicht länger ausweichen können. Als Bunny dann angefangen hatte, ihr Fragen über jenen Ball nachzustellen, da war Lizzie klar geworden, dass... Das? Ihre Freundin die Wahrheit kannte. Und um ihr Geheimnis wusste. Lizzie hatte sogar Angst bekommen, es könnte womöglich ihr Geheimnis sein, das Bunny im Diary ausplaudern wollte. Nein. Das macht doch eine Freundin nicht. Na ehrlich mal. Kill it! Halt drauf! Halt drauf, die Sau! Yay! Yeah. Ja, du hast einen Kill! Yeah. Du hast einen Kill! Yeah. Fuck yeah! Woohoo. Fuck yeah! Prost auf die Hände! Die anderen Vorstandsmitglieder waren erschienen und sie war gezwungen gewesen zu gehen, wenn sie nicht Jack Cartwright in die Arme laufen wollte. Aber noch im Weggehen hatte sie gewünscht, irgendwie dafür sorgen zu können, dass Bunny Stillschweigen bewahrte. Wenigstens so lange, bis sie selbst eine Entscheidung getroffen hätte. Jetzt war ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Ihr Geheimnis war gewährt, doch zu welchem Preis? Ja, das war nur. Möge sie in Frieden ruhen. Scheiße, ja? Ich hör zu. Mögest du dein Panzer in Frieden ruhen. Sehr tragisch. So tragisch. Traurig. Das ist unglaublich. Komm, interessiert kein Schwein. Jetzt machen wir weiter. Lizzie kam es vor, als sei es gestern gewesen, als Bunny in ihr Büro stürmte und verkündete, dass sie unbedingt zu diesem Ball gehen müsse. Sämtliche Einwände waren auf taube Ohren gestoßen. Bunny hatte darauf bestanden, dass sie als Angestellte des Clubs bei dem Ball dabei sein und den Organisatoren helfen müsse. Ja. Das war ganz offensichtlich ein Vorwand gewesen. Aus irgendeinem Grund hatte Bunny Lizzie gegenüber wohl die Rolle der guten Fee übernommen. Wie im Märchen von Aschenputtel. Oh. Das ist so traumhaft. Ein weiterer Donnerschlag riss Lizzie aus ihren Gedanken. Es wurde immer kühler. Lizzie zog ihren Mantel enger um sich und legte instinktiv die Hand auf ihren Bauch. Sie sollte jetzt besser gehen. Es war eigentlich schon viel zu riskant gewesen, überhaupt in die Kirche zu gehen. Das ist alles so schwierig. Ja, weißt du? Was ist das nicht? Alles so schwierig. Das heißt, diesen Wichser da zu treffen. Warum kann der denn nicht über diesen dämlichen Vorsprung fahren, ha? Und jetzt kommt schon wieder so ein Spacken an und schießt, obwohl ich den überhaupt nicht sehe. Mein erstes verkacktes Match seit was weiß ich wie lange, ja? Und kein Noobschutz, gar nichts. Aber warum noch mehr riskieren? Warum? Warum? Die gesamte bessere Gesellschaft von Eastwick war gekommen. Ja, ja. Um der Toten die letzte Ehre zu erweisen. Frisst das. die Cartwrights yes. gehörten ganz sicher das zur Elite gemisst, der Stadt. Yeah. Zur Elite. Ja, ehrlich mal. Das ist so traurig. Und die Cartwrights... Jack Cartwright war jedenfalls in der Kirche gewesen, ne? Dieser Lahmarsch, ja? Bestimmt war er jetzt auch hier. Oh, ja? Sicher hier. Bis jetzt war es ihr gelungen, ihm aus dem Weg zu gehen. Aber es würde geschehen, vorbei, wenn er sie Mann. Entdeckte und in ihr die geheimnisvolle Frau wiedererkannte, mit der er in der Ballnacht geschlafen hatte. Guck mal, also, warum haben sie das ausgelassen? Ja, gute Frage. So, ja, jetzt noch. Fast 5 Monate später konnte Lizzie nicht glauben, wie untypisch sie sich verhalten hatte. Aber sie war an diesem Abend einfach nicht sie selbst gewesen. Sie hätte es natürlich besser wissen müssen. Ne? Ne? Ja, ja. Wenn, ich schon. Wenn sie eines im Laufe ihrer 27 Jahre Exposition begriffen hatte, dann dieses. Es hätte keinen Sinn zu hoffen, dass man etwas bekam. Dir gefällt es, ne? Ja. Ja. Ich wollte damit nur weil man sich sehr wünschte, man würde garantiert enttäuscht. Und doch hatte sie genau das getan. Sie war so sicher gewesen, dass er diesmal anders sein würde. Dass es diesmal anders sein würde. Der Detektiv, den sie beauftragt hatte, endlich mal einen vielversprechenden Hinweis gefunden.
Oh Gott, ich rutsch weg. Ja? Lizzie hatte geglaubt, dass sie endlich Antworten auf die Fragen finden würde, die sie in ihr Leben, die sie ihr Leben lang quälten. Meine Kette ist kaputt. Wer war sie? Woher kam sie? Warum war sie damals als Baby in der Kirche ausgesetzt worden? Oh, ich wollte. Vor allem hatte sie geglaubt, endlich die Frau kennenzulernen, auf die sie keine Erinnerungen hatte. Was? Vor allem hatte sie geglaubt, endlich die Frau kennenzulernen, an die sie keine Erinnerungen hatte. Ah ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Ach, wie toll. Lizzie hatte der Hinweis nicht die erhofften Antworten gebracht. Mhm, ja. Lizzie war mehr als enttäuscht gewesen an jenem Abend. Deshalb hätte sie nicht zu diesem Ball gehen sollen. Nicht zu dem emotional aufgewühlten Zustand. Aber sie hatte... Sie hatte Bunny nicht enttäuschen wollen. Außerdem hatte sie auch ein bisschen Sorge um ihren Job gehabt. Denn Bunny hatte so getan, als würde sie als Mitarbeiterin von Eastwick Cares auf dem Ball gebraucht. Was sie alles für sie getan hat. Ehrlich mal. Lies weiter. Was spielst du jetzt? Irgendwas, was noch nicht total im Arsch ist. Der Japaner, natürlich, der Japaner. Alles klar, hau rein. Oh, das Kanto der Gefecht. Ja. Okay. Wird's denn endlich spannend. Und dann, sie hatte sich gerade entschlossen zu gehen, war er plötzlich vor ihr gestanden. Der große, dunkelhaarige Fremde mit den blauen Augen. Und er hatte sie zum Tanz aufgefordert. Oui. Sie hatte etwas gebraucht, irgendwas, um diesen Schmerz zu betäuben, der sie überwältigte. Und sobald sie die Arme des Mannes... Vorteilsgutschein! Preisvorteil, günstiger als Einzelkauf. Liefervorteil, kostenlos und bequem. Flexibilität, jederzeit kündbar. Gratis, der beliebte Herzanhänger als Dankeschön. Abonnieren Sie Ihre Lieblingsreihe und genießen Sie optimalen Komfort. Einfach Einzeltitel, Kombination ankreuzen, Rückseite ausfüllen und Karte in den Briefkasten werfen. What the fuck, man? Ja, das ist hier drin. Ah, da war das ist jetzt die nächste Seite. Hier, Julia 2er Abo. Je Bann statt 2,60 €, 2,35 €. Um ehrlich zu sein, das ist interessant als die Geschichte. Julia 3er Abo. 2,60 € Nee, 2,60 € und jetzt im Abo 2,25 €. Ja, oder Tiffany, Hot and Sexy, 5,99 €, nicht? Und im Abo, also im Vorteil mit dem Gutschein, 5,40 €. Das sind 10% Rabatt, steht da. Das spart man sich. Und das kommt 5-mal wöchentlich. Ich würde sagen, für eine so eine Ausgabe kriegst du 10 von diesen Büchern. Ha? Ha? Ja, so viel dazu? Um sich gespürt hatte. Warum all der Schmerz? Die Angst und die Enttäuschung verflogen gewesen. Was? Toll, ja, oder? Ach, das ist wie Shakespeare. Shakespeare. Oh, es hatte nur noch ihn gegeben. Die Kraft seiner Arme, die Wärme seines Lächelns, das Gefühl seiner Lippen auf ihren. Für eine Nacht hatte sie aufgehört, die vernünftige, zuverlässige Lizzie Miller zu sein, die niemals etwas auch nur annähernd Leichtsinniges getan hatte. Punch him! Punch him! Go get him! Go get him! Ihr Schweine! Kill ihn! Kill ihn! Ja? Ja, oh, da ist noch einer. Das ist ein Renault. Ein Renault Otsu. Ich bin der Japaner. Renault Otsu. Go, go! Bäm! Oh. Ich hätte auch eine schlechte Chance gegen drei, aber was willst du machen? Otsu. Sie betrachtete die Gesichter der Menschen um sie herum. Natürlich waren ihr viele davon vertraut. Mitglieder der besseren Gesellschaft, lokale Würdenträger, Politiker. Einige kannte sie durch ihre Arbeit bei Eastwick Cares. Kennst du den Laden, ne? Who cares? Andere durch Eastwick. Aha, ja. Andere ja, durch ja, Zeitungsberichte. Aha, aha. Plötzlich sah sie Jack. Bauer. Er stand ein paar Reihen weiter vorn, mit dem Rücken zu ihr. Ihr Herz schlug schneller. Auch ohne sein Gesicht zu sehen, erkannte sie ihn an der Haltung seiner breiten Schultern und an dem konservativen Haarschnitt. So richtig Aria, meinst du? Erzähl weiter. Was fährst du denn? Fährst du auch ein Aria?
Ja. Ich weiß gar nicht, ist das Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg? Ja, dazwischen. Dazwischen? Dazwischen auch. Naja, gut, dann kann man das wohl so sagen, ja. Bitte. Natürlich hatte sie auf dem Ball nicht gewusst, wer er war. Hätte sie gewusst, dass es sich bei dem Mann um den mit dem umwerfenden Lächeln, um den neuesten Kandidaten für den Vorstand von Eastwick Cares handelte. Who the fuck cares? Eastwick. Okay. Dann hätte sie ihn vielleicht abblitzen lassen, weil wer will das schon, ne? Ja, also ja, der ja. Vorstand von Eastwick Cares? Uah. Also sofort wieder, Trashcan, ne? Widerlich, sag ich dir. Ja, wirklich, so ein Scheißladen. Widerlich. Los, gib's ihn. Ich muss nachladen, nachladen. Und ich bin gleich Toast. Wie kann... Deutsches Toastbrot. Ja. Und es brennt noch, es ist total verkohlt. Und das noch eins. Du warst zu lange drin. Du warst zu lange drin. Ich war, glaube ich, zu lange drin in dem Ding.